Hi. Ich muss mich ganz am Anfang ein bisschen entschuldigen, weil das ein gebrandeter Vortrag gerade ist. Das war ein interner Vortrag bei uns in der Firma. Ich habe es hingekriegt, dass ich ihn offen halten darf, weil es auch einfach öffentliche Daten sind und einfach offen sein sollte. Woraus basiert das Ganze? Ich bin seit ungefähr 10 Jahren in der IT-Security tätig. Ungefähr auch so lange existieren diverse Angriffe, die jeden Tag rauskommen oder im Prinzip jedes Jahr rauskommen auch, zu Java-Serialisierungsformate, zu YAML, zu XX, also die XXE-Attacken. Das wurde irgendwann auch in OWASP aufgenommen und dergleichen. Und ich höre jedes Mal von Entwicklern das Gleiche. Wir verwenden JSON. JSON ist sicher. Und damit will ich ein bisschen aufräumen, weil JSON hat ganz, ganz, ganz große Probleme an vielen Punkten. Es ist die Lingua Franca im Web inzwischen. Alle Sprachen unterstützen es. Man kann es einsetzen. Als Entwickler kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Und trotzdem sollte man die Probleme kennen, die man sich damit ins Haus holen könnte, wenn man das richtig einsetzt. Der ganze Vortrag basiert auf einem Pentest, den wir gemacht haben vor ungefähr einem Jahr, wo wir uns ein sehr komplexes System angeguckt haben, wo wir JSON-Daten von einer Stelle über mehrere Systeme hinweg, durch mehrere Sprachen hinweg betrachten mussten. Also es kam an einer Stelle rein und wurde dann durch einen Python-Parser durchgepackt, durch einen Rust-Parser, durch einen Go-Parser und dergleichen anderen JSON-Parsern, was zu massiven Problemen führen kann, wenn man es nicht richtig betreibt. Deswegen geht es jetzt hier auch nicht um einen Angriff auf die Parser selber, sondern eher auf dieses Zwischending. Was passiert eigentlich in dem einen Parser und was passiert eigentlich in dem anderen Parser? Mal ganz kurz drüber reden, was JSON überhaupt ist. Es ist ein Serialisierungsformat. Es ist so 1997 rum entstanden, so 2001 am Ende, wurde es final auf json.org mal hochgeladen von Crockford. Und es ist so klein, dass man es auf eine Businesskarte packen kann. So war es auch gedacht. Es unterstützt ganz wenige Datenformate und es war wirklich, wirklich basic angelegt. Das ist auch super so. Inzwischen hat sich aber richtig viel drum entwickelt. Es gibt insgesamt 7 unterschiedliche so Entwicklungspunkte an diesem ganzen Ding. Es gibt einerseits json.org, was das erste Herausheben quasi war. Dann wurde es irgendwann später mal in einem RFC gegossen. Da war es dann erstmal da. Dann wurde das ECMA-Skript rausgegeben, ECMA 404. Ein bisschen später kam wirklich nur so auf Druck raus, weil sie JSON anpassen wollten. So ist zumindest die Gerüchte, die dahinter stehen. Dann kam nochmal ein RFC. Diese zweite RFC, die danach im gleichen Jahr kam, ist nur ein Typo gewesen, wo man quasi ein Typo angepasst hat. Und die letzte RFC, da stehen wir jetzt gerade 2017, das ECMA 404 ist auch von 2017. Das ist die aktuelle RFC, so wie sie gilt, für JSON im Endeffekt. Und das große Zitat, was man sich immer in diesem ganzen Ding vor Augen halten muss, kommt von Crockford selber. Nämlich, er wollte nie eine Versionsnummer rausgeben. Und das macht unter Umständen so ein bisschen Probleme, weil niemand weiß, an welcher Parser unterstützt denn welches JSON und was unterstützt welcher Parser. Und das ist echt gemein. Das ist echt fies. Ich weiß auch nicht, wie man da sinnvoll umgehen will, außer man probiert es aus. Das sind so die 4 Dinge, über die ich heute reden will. Einerseits, was passiert eigentlich, wenn man den gleichen Key reingibt? Also, da reden wir kurz drüber. Was passiert überhaupt mit Unicode-Charakteren? Inzwischen ist es auch ein bisschen verbessert, aber wie gehen unterschiedliche Parser damit um? Da steht Comment Truncation. Ja, manche Parser in JSON unterstützen Kommentare, aber alle irgendwie so ein bisschen anders und es ist nicht im RFC konform. Und wie geht man eigentlich mit großen Zahlen um und wie geht man mit Floats um und was ja immer irgendwie so ein Problem ist in der IT? Gehen wir mal ganz am Anfang rein. Was passiert eigentlich, wenn man in einen JSON-Parser zweimal den gleichen Key reingibt? Mit unter Umständen unterschiedlichen Werten. Was ist an der Stelle Test? Naja,
lass uns mal in die AFC gucken. Die meisten Parser sagen, ja, wir nehmen das letzte Element. Das gibt auch irgendwie Sinn, weil man überschreibt ja ein Element. Es wird sogar in manchen Dokumentationen beschrieben, ja, man kann ein Element setzen als quasi als Default-Element, als Definition und dann später packt man das zweite Element dazu. Aber das ist nicht genormt. Der RFC sagt ja, man kann das letzte nehmen, manche Parser sagen auch einfach, es ist ein Fehler und andere geben auch einfach beide zurück und irgendwie ganz andere geben einfach das letzte zurück. Das ist zum Beispiel der Fall in Go. Go, der Standardparser, gibt das letzte Element, gibt, glaube ich, das erste Element zurück. Python gibt das letzte Element zurück. So unterscheidet sich das alles einfach ein bisschen. Das kann man jetzt auch wirklich für einen Angriff nutzen. Man stellt sich jetzt beispielsweise vor, man hat einen Bezahlservice, beziehungsweise man hat einen Order-Service und man hat einen Bezahlservice. Und dieses JSON wird einfach durchgereicht. Dann kann ich irgendwie sowas reingeben, wo ich eine Quantity von minus 1 reingebe und eine Quantity von 1. Das geht vorne in einem Element durch und hinten geht es mit minus 1 durch und mir wird irgendwas gut geschrieben, aber vorne steht ja das Richtige. Ich kann später, wer gerne noch Fragen hat, auch gerne auf Labs verweisen, wo man das ausprobieren kann. Ich habe jetzt bewusst auch keine diversen Ausprobiersachen dabei, weil sich da auch viel tut gerade. Genau. Das heißt, der Parser muss entscheiden, was tut er überhaupt und du weißt es selber auch nicht. Das heißt, ja, das sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man mehrere Entwickler hat oder wenn man unterschiedliche Systeme verwendet oder man einfach Elemente durchreicht. Es passieren einfach seltsame Dinge. Was passiert mit Charakteren, die nicht so definiert sind? So Unicode und diversen anderen Sachen. Zum Beispiel sowas. Ja, es kommt drauf an. Selbst wenn man sich nur Python anguckt, dann ist JSON und UJSON macht es anders. Und das ist ein Problem. Also in der richtigen Entwicklungsumgebung setzt man wahrscheinlich einen Parser ein. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt eine große Applikation schreibt, dann hat man irgendwie so eine Uniformität. Aber in einem komplexen System, wo man mehrere Systeme unterstützt und mehrere Clients hat und mehrere Entwickler hat und unterschiedliche Firmen vielleicht auch hat, die unterschiedliche Referenzen hat, gibt es ein Problem. Das Bild ist ein bisschen klein, aber das, im Endeffekt geht es darauf raus, dass man legt irgendwie versucht einen User als Super-Admin anzulegen. Das geht nicht, weil Super-Admin ist eine gesperrte Gruppe. Aber ich kann vielleicht eine Gruppe anlegen, die Super-Admin mit einem Charakter ist, der truncated wird am Ende. Dann lege ich diese Super-Admin-Gruppe an, kann plötzlich den User dagegen anlegen und kann mich aber einloggen und kriege aber den Super-Admin zurück, weil der im Hintergrund in der API truncated wird und ich Super-Admin zurückkriege. Und dann bin ich plötzlich Admin, obwohl ich diese Gruppe nie hätte anlegen dürfen oder den Nutzer damit anlegen dürfen. Sollte so nicht sein. aber RFC sagt dazu auch nichts. Es gibt keine Definition dafür, wie sich der Parser da verhalten sollte. Was passiert mit Comments? Wie schon gesagt, eigentlich, wenn man sich das Board anguckt für die Entwickler, Stack Overflow, und mal nach Kommentaren in JSON guckt, dann wird da immer gesagt, ja, nee, JSON unterstützt keine Kommentare. Doch, ein paar Parser tun das. Und es wird auch genutzt und es wird auch teilweise so gesagt. Was passiert beispielsweise bei so einem Kommentar oder bei so etwas, wo wir am Ende quasi einen Key extra haben und dann nochmal Test 1 und Extra 2 reinsetzen? Schauen wir uns mal einen Golang-Parser an und den Java's JSON-Iterator an der Stelle. Das sind einfach unterschiedliche Ausgaben und das Objekt, was erzeugt wird, ist einfach unterschiedlich. Und da kann ich nicht von ausgehen, dass ich ein sicheres Übertragung von Elementen habe, weil es einfach anders verhält. Das Gleiche ist auch mit Java JSON und SIMD JSON in Ruby der Fall.
dass ich einfach Elemente hinzufügen kann und auch Duplicate Keys an der Stelle hinzufügen kann, die sich dann unterschiedlich verhalten. Da kann man jetzt noch ganz viel drauf eingehen. Da gibt es noch endlos viele Fälle, wie, was da noch passieren kann an der Stelle. Aber gehen wir mal zum nächsten. Zum Beispiel Floats und Integer. Die sind immer problematisch. Floats und Integer, keine Frage. Ich habe mal Informatik studiert, da bleibt man irgendwann auch weg von denen. So, das war zumindest die Aussage von meinen Profs. Wir geben einfach mal eine große Zahl rein. Was in dem Fall Objekt Test? Ja, kommt halt auf die Sprache an. Aber das ist auch klar. Manche unterstützen keine Big Nums, manche unterstützen keine und so weiter. Und der FC sagt es auch so. Das kommt halt auf die Sprache an. Kommt halt drauf an, wer damit umgeht und was man damit macht. Und das kann beispielsweise dabei rauskommen. Und das ist teilweise noch nicht mal JSON-konform. Das heißt, nur weil ein JSON-Encoder das so geschrieben hat, heißt es nicht, dass ein anderer das so lesen kann. Das ist, kommt auf das, den Goodwill im Endeffekt von dem jeweiligen anderen Parser an, ob der das unterstützt. Insgesamt hat ungefähr, ich glaube 2018 war es, hat ein Entwickler mal angefangen, alles zu sammeln. Er hat alle Parser zusammengeschrieben, hat Testcases geschrieben, ich habe es euch hier verlinkt, es ist eine endlose Liste, die macht unglaublich Spaß zu lesen. Also danach hat man keinen Spaß mehr dran, aber sein Fazit aus dem Ganzen ist, und er hat keine zwei Parser gefunden, die sich identisch verhalten haben bei seinen Testcases. Er hat immer Unterschiede gefunden und er hat immer unterschiedliches Parsing gefunden. Und mit so schwammigen RFCs ist es auch nicht möglich, eigentlich etwas so zu schreiben, dass es funktioniert oder dass es identisch ist an der Stelle, dass es identisch rauskommt. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? JSON ist da und JSON wird verwendet. Naja, ich als Pentester sehe das genauso wie Entwickler. Es ist nicht so wichtig, wenn man sich anguckt, was man verwendet und welche Parser man verwendet. Und dass man dem Inhalt, der reingegeben wird in seine API oder in seine Elemente, einfach nicht vertraut. Also alles, was vom User kommt, nicht vertraut. Weil das kann alles irgendwie kaputt gehen. Und wenn halt mehrere Parser involviert sind, kann es halt ein bisschen mehr kaputt gehen. Da kann halt nicht nur die Logik kaputt gehen, dass man irgendwie, dass ein User -1 reingibt, sondern es kann halt plötzlich irgendwo dahinter plötzlich -1 werden. Das heißt, nicht nur an der vordersten Stelle prüfen, sondern an allen Stellen prüfen. Genau. Und das sollte eigentlich dieser ganze Takeaway darin sein. Und warum mir das so wichtig ist, ich sehe diese Diskussion um JSON im Endeffekt jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder sowas, kommt das mal so kurz auf. Und dieses Jahr ist es wieder passiert, dass auch jemand drüber geschrieben hat und ich mir dachte, ist das nicht bekannt? Und man erst gemerkt hat, wie wenig Leuten so diese bewusst ist, was da kaputt gehen kann. Und das ist nur, weil es unterschiedlich geparst wird. Wir reden hier noch nicht drüber, dass die Parser an sich kaputte Objekte bauen, unter Umständen. Diese Schwachstellen gab es auch und gibt es unter Umständen auch noch. Das geht nur darum, dass sie sich unterschiedlich verhalten in unterschiedlichen Momenten. Genau. Ich war jetzt ein wenig schneller als eigentlich erwartet und wollte es sehr, sehr runterbrechen, das Ganze, um mal zum Andenken oder zum Denken anzuregen. Aber wenn Fragen sind, könnt ihr gerne reinstellen, dann würde ich einfach eine Fragerunde eröffnen und wir machen das einfach einen sehr, sehr kurzen Talk. Ich hätte tatsächlich eine Frage, und zwar bei XML gibt es ja sowas wie so eine Document-Type-Definition, mit der man festlegt, welche Attribute sind überhaupt möglich. Gibt es denn sowas bei JSON auch oder so Ideen dazu, so einen Parser ein bisschen
bohren, dass der sicherer wird? Also manche Sprachen machen das. Golang macht ein Struct drumherum beispielsweise und andere Sprachen auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich ein Schemata drumherum schreiben kann im allgemeinen Sinne, weil das der Parser unterstützen muss an der Stelle. Aber es ist sicher möglich, einen zu schreiben, der das sicherer macht oder zumindest warnt, wenn sowas vorkommt. Also es würde ja oft schon ausreichen, wenn ein seltsames Verhalten auftaucht und er nicht weiß, wie er damit umgehen soll und warnt oder failed. Das heißt, genau dieses Thema mit dem Fail, das heißt, normalerweise gehen die so Daumen von wegen, so wie HTML, der User soll nicht mit Fehlern belästigt werden und wir tun einfach mal so, als wüssten wir besser, was am Ende rauskommen soll. Aber eben dadurch, dass es eben nicht definiert ist, hat jeder eine andere Überlegung gehabt, was denn am Ende rauskommen soll, wenn unerwartetes Input oder unkorrekt ist. Wie stark ist denn im Moment die Initiative, dass das in einem RFC glattgezogen wird? Weil das, was in der Welt ist, ist da und wahrscheinlich hat keiner Bock, das anzupassen. Und das heißt, es sind viele Konkurrenzparser, die ja auch kein Interesse haben, dass die eine Lösung jetzt Vorrang hat und die bei sich was ändern müssen und der andere gewinnt, weil er keine Arbeit hat, es anzupassen. Ich glaube, JSON wird so langsam abgelöst. Also es ist immer noch da und es wird immer noch verwendet in vielen Objekten und es kommen andere relevante Objekte. Sprachen zustande oder andere relevante Datenformate gerade, die ob es jetzt Protobuf ist, ob es jetzt Message Block ist und so weiter. Also da kommen so ein paar, die interessant sind und die kleiner sind, die weniger Daten verbrauchen in der Transformation oder in der Übertragung. Aber eine Initiative, es gab einen Versuch, also der RFC, der letzte RFC 2017er, der hat schon sehr viel glatt gezogen, lustigerweise, aber noch nicht genug. Aber mir ist auch keine Initiative bekannt, die sich damit auseinandersetzt, weil es ist nicht so wichtig. Also es ist wichtig, es zu wissen. Es ist wichtig zu wissen, welcher Parser was macht, in welchen Edge Cases. Und dass man darauf Rücksicht nimmt, dass sowas passiert. Genau. Aber da steckt so viel dahinter. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man anfängt, daran was zu verändern an den einzelnen Parsern, dass ganz viel kaputt gehen wird, weil natürlich unterschiedliche Elemente unterschiedlich laufen. Also ob es jetzt Default-Werte sind in JSON-Objekten am Anfang, wo dann einfach das zweite Element genommen wird und manche Parser dann plötzlich anders sich verhalten oder so. Deswegen ist es ganz schwer, da was anzupassen und deswegen wurde auch ECMAScript 404 ziemlich schnell rausgedrückt, 2013, 2014, weil sie Angst hatten, dass dann eine Initiative kommt, die JSON so krass verändert, dass es ganz viel kaputt machen wird. Ja. Ja, klar. Ich glaube, den meinst du, oder? Ja. Okay. Also es ist bewusst zu klein, weil es ist einfach sehr viel. Deswegen habe ich den Link dazu gepackt. Falls jemand nochmal wirklich die Testcases werden auch automatisch generiert, da kommen auch immer wieder neue Testcases dazu, das werden immer wieder neue Parser dazu und es ist eigentlich ganz spannend, sich das anzugucken und mal drüber nachzudenken, was da kaputt geht. Okay. Super, vielen Dank.